Servus, Glück auf und herzlich willkommen. Ja, zum kleinen Ausprobieren, angezockt, whatever. Ja, das Spiel heißt Jaws of Extinction. Ja, habe ich gestern auf Kickstarter unterstützt. Könnt ihr aktuell noch. 15 Pfund, irgendwie 17 Euro und ein paar Cent. Ja, dafür bekommt ihr direkten Zugang. Ist noch eine Demo-Version. Ist halt in der Entwicklung, das Spiel. Aber ihr bekommt direkten Zugang. Und sobald das Spiel halt im Early Access ist und so weiter, bekommt ihr halt, und sobald es released wird, bekommt ihr halt auch einen Key für Steam. Ja, ich habe es schon länger beobachtet. Habe es auf Twitter verfolgt. Ja, ihr habt es gehört, der Ton leiert auch noch ein bisschen und so weiter. Wie gesagt, leider das nur beim ersten Starten angezeigt, sonst hätte ich es euch nochmal gezeigt. Das ist halt wirklich nur wie Alpha Demo-Version ist, was wir jetzt hier uns anschauen. Ja, what will you do to survive, sagt schon, also wie immer bei mir, es geht ums Überleben. Ihr seht da hinten auch schon so komische Gestalten rumrennen. Ich habe gerade nur mal ganz kurz reingeguckt, um ein bisschen den Sound einzustellen und ein paar Tastenbelegungen zu machen. Sonst großartig nichts gemacht. Wie gesagt, wir werden hier auch nicht viel Content sehen. Vielleicht, ich weiß nicht, ein, zwei Folgen vielleicht, aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal vorstellen. Wir fangen mal mit dem Prototyp an. Ich weiß nicht, ob Sandbox schon funktioniert. Probieren wir danach mal aus. Ja, gibt ja mit Sicherheit auch schon das eine oder andere auf YouTube zu dem Spiel. Die Ambitionen von den Entwicklern sind auf jeden Fall ja, Bombe, um es mal zu sagen. Man kann bauen, man kann Autos aufwerten, weiterentwickeln, Panzern und hast du nicht gesehen, man kann Waffen weiterentwickeln und so weiter. Man kann vieles craften. Aber fangen wir erstmal an. Hey, wie bei Rust. Kannst du wach werden? Ah, habe ich aber die Stimme jetzt aber auch extrem. Hat halt hier vorhin rumgestellt, das hat alles nichts geändert, aber jetzt hat sich irgendwie die Stimme. Die war vorhin lauter. Over and out. Ja gut, man hat jetzt nicht so gut verstanden, müssen wir jetzt da halt durch. V ist... Ah, okay. Also ihr seht unten rechts, wenn ihr V drückt, gehen da diese Anzeigen auf. Dann seht ihr die einzelnen, wie sich ja jetzt eure Gesundheit zusammensetzt. Es gibt First und Third Person. Third Person hier, wie wir jetzt hier rumrennen, mag ich nicht ganz so. Future ist aber noch deaktiviert. Also ist jetzt hier eine Demo noch nicht drin, dass man auch in First Person spielen kann, deswegen... spielen wir halt so. Ich bin gespannt... Ja, gib mal alles her. Bin gespannt, wie sich das Spiel entwickeln wird. Man hat... Oder habe ich jetzt überhaupt ein Nachtsichtgerät schon? Nee. Also wo ich vorhin gespielt habe, hatte er hier ein Nachtsichtgerät. Sah auch ganz cool aus. Also ihr seht, man bekommt also auch nicht immer den gleichen Loot. Muss mal eben für mich einen Tacken leiser machen. So. Ja, und ihr seht, hier ist so zombie-mäßige Rumrennen.
So, schießen ist ein bisschen ungewohnt für mich. Und auch hier, wenn du nicht den Schädel triffst. Nice. Knochen, yeah. Geht ja schon los über 7 Days hier mit den Knochen. Ja, Soundeffekte und so weiter. Cash. Ich hoffe, es ist für euch einigermaßen in Ordnung. Ich kann da halt wenig einstellen, beziehungsweise kicken. Nimmt da die Änderung nicht so wirklich an. Ja, Grafik ist natürlich, ne? So stark. Er ist Unreal Engine, glaube ich, ne? Muss ich nochmal nachgucken. Gut. Ne, ihr seht, 300 Meter müssen wir da hinlatschen. Nice. Ja, mal ganz kurz vielleicht hier zum... Ihr seht, also Crafting ist jetzt hier noch nicht so viel drin, aber doch schon einiges. Wir haben natürlich jetzt auch noch nicht irgendwie so viel gefunden. Aber ihr seht später, du kannst Spikes bauen, du kannst hier... Wände, ganze Häuser bauen und Feuerstelle, Zelt und so, das ist alles schon drin. Ne? Wie gesagt, Skills gibt es natürlich auch. Ja, hier nur das Journal. Mehl haben wir das Radio, ja, auch geil. Ja, wie gesagt, das ist eine große Ambition, das Spiel. Wenn sie die umsetzen, muss man jetzt natürlich auch mal abwarten, wie es mit dem Kickstarter läuft. Ja, dann könnte es was werden, das Spiel, also. Ja, wir nehmen alles mit, sind ja gleich schon voll, wie ich das so sehe. Guck mal, hier kannst du direkt schon Quad fahren, sau stark. Was soll man denn nennen? Dirty Prison Overall. Ja, haben wir doch schon an, oder? Gut. Nun, bevor wir draufsteigen. Gehen wir natürlich mal einmal außen rum. Der Müll kennen wir ja, ne? Immer mal reingucken. Na, guck mal. Gibt's ein bisschen Beef. Wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut, aber eine Dose, ne? Ist schon wieder so ein Prison-Ding. Alter! Ernsthaft? Wieso schießt du denn nicht? Mutti, was geht ab? Das geht ja schon gut los, ey. Hängt sie hier fest, ey. Habe ich vorhin auch schon mal gehabt, dass er nicht geschossen hat. Ist halt noch ein bisschen. Mal nachladen, das hat vorhin auch geholfen. Sehe ihn ja noch niemals. Ding, wo du aus dem Busch schießt. Hm. Ja,
Komm doch her, ey. Genau um die Ecke trifft er uns, oder was? Mal eben gucken, was können wir denn hier mal irgendwie zünden, was uns vielleicht heilt. Essen, trinken. Auf jeden Fall hier um die Ecke rum. Man sieht halt nichts, ne? Können wir mal Kamikaze-Aktion machen? Komm, ich hoffe, sie schießt dann gleich. Ja. Eigentlich, er wird jetzt hier stehen. Ich mag das halt nicht hier, dieses um die Ecke gegucken Scheiße in Third Person. Deswegen mag ich so Third Person einfach nicht. Ja, wo denn, Junge? Junge, Junge, Junge. Da musst du mir jetzt aber raushauen. Und dann bringst du ein bisschen Moon mit, oder was? Das ist alles. Das hat sich ja nicht gelohnt. Aber es geht ja nur darum, hier mal ein bisschen was zu zeigen. So. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Wellness, Hunger haben wir 81. Temperatur, Energie. Also wir könnten halt noch mal was futtern. So, mal gucken, was er dann sagt. 91, 93, 95, ah, okay. Gut. Ja, es soll wohl... Können wir gar nicht fahren, können wir nur durchsuchen. Okay. Ja, es soll wohl eine Kampagne dann geben später. Es gibt, so wie ich es verstanden habe, man kann es Multiplayer spielen. Lichteffekte sind aber auch... Ist natürlich geschlossen. Security Card brauchen wir ja auch. Steht der da? Ja, die Grafik ist wie bei Miscreated. Ziemlich cool. First Aid Kits, yeah! Können wir uns gleich mal einen zünden nehmen mit unserer Gesundheit. Och, die kannst du alle einzeln durchsuchen. Nothing. Nothing. Der Charakter konnte man jetzt nicht auswählen. Ja, und ihr seht hier, man findet den ganzen... Maybe I'll find something useful. Ganze Standardzeugs. Ihr seht, man levelt auch. Die Munition ist sehr gut. Wo hat man den her, ne? Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, guckt euch mal bei Kickstarter das Spiel an. Ich packe den Link in die Beschreibung. Habt ihr auch nochmal so einen Trailer, was so geplant ist? Oh, wir sind voll. Sieht schon sehr gut aus. Was ist hier? Beauty. Aha.
Fünf Schuss sind fünf Schuss, eher diese komischen... Ach, den habe ich jetzt reingepackt, wenn ich use muss. Die komischen Anzüge können wir natürlich auch mal... Da geht's raus, entsorgen. Gut, Security Card brauchen wir. Ja, Grafik ist schon cool gemacht eigentlich. Das Schöne ist hier, alles was du so siehst, kannst du auf jeden Fall reingucken. Im Gegensatz jetzt zu Miscreated, wo du vieles hast. Nothing. Nothing. Das auch noch durchsuchen, ja. Aha. Machen wir das mal. Nothing. Nothing. What's in here? Ja, was ist denn hier? Los. Was geht da los hier? Stehst du gleich noch auf oder was? Ist nicht. Kippen. Kippen brauchen wir nicht. Wir sind keine Raucher. Können wir eigentlich mal hier. Oder bringen uns Kippen irgendwas? Warte mal. Obwohl, Helles ist ja voll. Also. Wäre ja auch komisch, wenn Kippen auf einmal Gesundheit bringen würden. Achso, hier sind wir wieder hier. Aha. Los, Wasser, ja, warum nicht? Kippen, Magazin. Schon gar nicht mehr mit, ey. Hier los, zu. Aha. Aber wir können durchgucken. Hier los. Ja, ich weiß halt auch nicht, was wir jetzt hier so gebrauchen könnten. Ne? Ich bitte ja hier mal die ganze Scheiße hier mal so wegdroppen. Sollten wir natürlich gleich irgendwie ein Fahrzeug finden, ja. Einmal. Lieber essen, trinken, pillen. Nur die grundlegenden Sachen, ne? Wie gesagt, ist ja hier nur so eine Nothing. So eine Einführung. So. Na, sind wir festgebackt an der Tür. Ganz schön. Ja. Kennen wir ja auch aus Rust. Gut, wir gehen jetzt hier erstmal weiter Richtung Objekt, würde ich sagen. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Schon. Sieht auf jeden Fall geil aus. Die ganze Geschichte hier. Ja, ich will jetzt hier gar nicht groß alles abluten und so weiter. Wie gesagt, es soll erstmal nur ein erster Eindruck sein. In so ein, zwei oder drei Folgen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt hier geht. Das wird doch nicht so weit gehen. Da geht schon mehr los. Ja, ist nicht wirklich so einfach, muss ich sagen, hier mit dem komischen Kreuz. Wenn man so leicht links, dann geht's schon. Ihr seht, da könnt ihr überall hochgehen. Rifle. Müssen wir wahrscheinlich sogar, ne? Hier werden wir nicht langkommen. Hallo, kannst du dich bitte mal wieder
Ja, ist nicht ganz so einfach, die Steuerung. Hier ist der Strand. Aber das finden wir da bestimmt auch noch. Ja, darf ich nicht. Halt los! Batterie, Stoff nehme ich mal mit. Oh, das sieht schon aber. Oh, das wäre so ein Soldat, Johnny. Alter, wo schießt du denn hin, Mutti? Naja, ist klar, ey. Mann, Mann, Mann. Ach, ich stehe hier hinter dem Ding, ey. Ja, keine Ahnung, ob ich jetzt blute oder was? Ernsthaft? Wo? Junge, Junge, Junge. Die halten aber gut was aus. Gut, jetzt haben wir aber auf jeden Fall auch ein Nachtsichtgerät. Ich sehe nicht. Das mit Nachtsichtgerät nicht. Hört nicht auf uns zu schießen. Kann man irgendwo von hier rechts mal nicht. Sind auf jeden Fall wieder, nennen sie mal Zombies. Aber oh, nicht zu wenig. Oh, explosive Fässer hier. Das können wir doch bestimmt mal ausnutzen. Ja, genau. Gleich selbst gefrackt. Kannst du aufstehen, kannst dich löschen, ja. Das brennen sie auf jeden Fall, ja. Gut, müssen wir schon unser letztes First Aid Kit zünden. Wir können auch noch mal hier was trinken. Noch mal so Döschen essen. Denke mal, das wird uns alles irgendwie ein bisschen helfen. Ambiente ist. Oh, 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 oh. Machen die echt das Tor auf, ja? Hallo? Stimmt denn nicht mit. Hab ich es aufgemacht? Nee. Er hat sich also 500 Jahre überlegt, ob er denn umfällt. Und er steht immer noch. Kannst du nicht durchschießen. Doch. Komm doch auch her, ey. Endlich, mein Gott. Kann man reingehen? Komm. Ja, sieht ganz cool aus. Da. Junge, 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 muss ich echt erstmal dran gewöhnen.
schon immer so gucken, dass du gerade Schuss fällt und sowas. Können wir mal eben nachladen bitte, danke. Alter! Auch mal Nahkampf. Ob das sie schießt, wenn sie da irgendwo rumliegt. Kannst du aufstehen, bitte, ja? Alter! Das gibt's doch gar nicht. Keine Ahnung, warum die manchmal einen Schuss brauchen und manchmal 200.000 Schüsse. Ja, Gesundheit sieht schlecht aus. Sie sind eigentlich alles voll. Durst und Hunger haben wir ein bisschen, ne? Haben wir denn noch irgendwas hier? Antibiotika. Ja, bringt doch auf jeden Fall Heilung. Nur eine Coke. So. Wir können ja auch mal eben gucken, können wir irgendwas craften? Die Bandagen, das können wir doch machen. Wahrscheinlich sehen. Und was ist das hier? Ach so. Waffen können wir leider. Gibt's nix. Favoriten. Sleeping Bag Kiste. Ja, das ist natürlich jetzt alles, was uns jetzt gerade so nichts bringt. Stones haben wir natürlich nicht. Sticks auch nichts gesammelt. Gut. Guck mal an. Und dann können wir. Doch, da macht er gar keine Animation oder was? Holding the left mouse button and dragging out the inventory. Dragging to the bottom to the screen oder so. Ja, ist doch cool. Keine Ahnung, Leute. Ich denke mal, Bandage kann ich nehmen, wenn hier nicht so grau werde. Ja, wie gesagt, ich werde mal zwei Folgen machen erstmal. Deswegen auch jetzt werde ich jetzt hier nicht alles durchlupen und so. Wollt ihr denn natürlich mehr sehen? Von dem Game? Haut es mir in die Kommentare rein. Dann gehe ich hier mal ein bisschen. Ein bisschen gründlicher vor. Ich werde mal noch gleich in Sandbox reingucken. So. Also, wir müssen zu den Docks, weil wir haben ein Boot. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier hinkommen. Das sieht doch schon ganz gut aus hier. Nice. Geil, oder? Ja, also... Wahrscheinlich wird jetzt schon Ende sein, denke ich mal, ne?
Escape Boot. Ich denke. Ja, das war mir das, was ich weggeschmissen habe. Das war mir so klar. Also, ihr seht ja, Batterie, Pumpe, Startermotor. Was haben wir denn noch? Nichts mehr davon. Ja, schade, dass das mir jetzt hier nicht anzeigt. So, was denn? Pumpe, Batterie, Sparkplatz, Startermotor. Zündkerzen, ja. Gar nichts haben wir davon. Ich guck mal jetzt hier eben hier oben. Ich hoffe, man findet es halt. Ey! Alter, jetzt sind wir doch tot. Ja, ja, ihr seht so ein Selbstmordattentäter-Zombie. Ja, und du spawnst wieder ganz vorne. Oder man spawnt wieder ganz vorne. Gut. Strecke ist jetzt nicht so weit. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Erster kleiner Eindruck. Wir werden natürlich jetzt hier noch versuchen zu entkommen. Machen wir aber in der nächsten Folge weiter. Ja. Wie gesagt, Meinung zum Game in den Kommentaren. Ich mich darüber freuen. Wie gesagt, guckt mal auf Kickstarter. Guckt euch den Trailer an, dann seht ihr, in welche Richtung das Spiel gehen soll. Sieht also nach meinem Geschmack sehr vielversprechend aus. Kann euch auch nicht sagen, was es später kosten wird oder wie lange es noch dauert. Ich glaube, Early Access ist aber noch dieses Jahr irgendwann. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste ich auch nochmal nachgucken. Aber ihr könnt ja auch mal selber nachgucken. Ja gut, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.